Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay-Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und falls euch das gefällt, was ihr hier seht, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet und das könnt ihr am besten tun, wenn ihr jetzt auf den Abo-Button drückt und wenn euch das Video hier gefällt, natürlich auch den Like-Button nicht vergessen. Wenn ihr mich dahingehend unterstützen würdet, würde ich mich echt freuen, das bringt mich weiter und ja, auch Kommentare sind immer wieder willkommen und helfen mir auch im Ranking aufzusteigen, das mysteriöse YouTube-Ranking und ja, das mal dazu. Ich habe euch ein Spiel mitgebracht, was von einem deutschen Entwickler stammt, das ist der André Braun, der hat das mit seinem Entwicklerstudio Ryan Games quasi entwickelt, ist sein erstes Spiel und ja, es ist ein Wave-Shooter, wir sind auf einem Zug und müssen vor einem ja, bösen Kartell, glaube ich, fliehen oder Konzern und ja, der Konzern hetzt uns immer wieder Gegner auf den Hals, Drohnen, Abwehrgeschütztürme, Panzer und so weiter und so fort. Und ja, von Welle zu Welle wird es halt schwieriger. Und es ist ein relativ einfach gehaltenes Game. Man findet sich sehr schnell zurecht. Man hat halt zwei Hände. Man muss gucken, dass man die Waffen immer wieder aufhebt, wenn man welche findet. Und wenn eine leer ist, auch wegschmeißt und eine neue aufhebt. Und das ist eigentlich so alles. Da muss man halt das Spielfeld im Auge behalten, links, rechts, oben, was da so kommt von vorne und das halt dann alles abschießen. Ich weiß gar nicht, in welcher Welle ich jetzt gestorben bin. Irgendwas nach Level 23 oder Welle 23, glaube ich, war es. Und also ich fand, es wird echt heftig schwer und ich habe schon auf leicht gespielt. Was man wissen muss, was ich am Anfang gesucht habe, ist der Waffenwinkel. Der war am Anfang bei mir so und so konnte ich echt nicht spielen. Da habe ich längere Zeit gesucht und im Menü rechts auf der Tafel ganz unten steht Drehung und das ist der Waffenwinkel. Und ja, das habe ich ein bisschen ja, auf Anhieb nicht gefunden, weil ich dachte, Drehung hat was mit Snapturn zu tun. Und ja, das ist halt der Waffenwinkel. Ganz wichtig für die Leute, die jetzt daran ja, an dem Spiel interessiert sind und das kaufen und dann eventuell dann merken, okay, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Waffenwinkel und wollen den einstellen und finden es nicht auf Anhieb. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Homepage an oder die Steam-Page eher gesagt und ja, das Game ist jetzt heute erschienen und hat dann noch ein Angebot bis zum 3. Juni und kostet aktuell 7,37 Euro. Ansonsten kostet es 8,19 Euro. Alle gängigen Brillen werden unterstützt. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality. Ja, ist alles auf Deutsch. Ton- oder Sprachausgabe habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ob da noch was kommt, weiß ich nicht so genau. Aber ich denke eher nicht. Aber die Texte sind dann alle halt auf Deutsch übersetzt. Hier sehen wir so ein bisschen vom Gameplay und ja, ist halt Low Poly, sieht aber trotzdem irgendwie witzig aus. Ich mag den Look einfach von Low Poly und ja, schauen wir uns mal ganz kurz an, wie die Systemanforderungen sind und ja, minimal 1060er GTX oder eine vergleichbare andere Grafikkarte oder eine bessere und Radeon 480 wird empfohlen. 8 GB Arbeitsspeicher und ein i5 4590 sind empfohlen und ja, Mindestanforderungen sehen wir ja hier nochmal, i5 2500, also relativ gering und eine Nvidia 79er, also ich denke mal, das hat fast jeder drin, der VR begeistert ist. Und ja, das war es eigentlich schon und ja, hier sehe ich es gerade. Das habe ich auch gemerkt, wenn man das auf Steam VR starten will, wird man gefragt, ob man es in Flat-Modus oder aber im Steam VR-Modus spielen möchte. Also es ist auch mit dem normalen PC und einem Gamepad spielbar. Also wer da Bock drauf hat, kann es auch damit machen. Also nicht nur VR, sondern auch Flat. Habe ich aber nicht probiert, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, es ist ein Wave-Shooter. Es ist nicht das beliebteste Genre, sage ich mal, Wave-Shooter. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel jetzt einen wirklich dabei hält, immer weiter zu spielen. Also ich habe jetzt nur den einen Modi festgestellt, den es da gibt.
Und was mich so ein bisschen reizt, sind immer diese Highscore-Tafeln, die man sieht. Also das Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass man diesen Highscore von den anderen auch knacken möchte. Und ja, ich habe da irgendwie maximal 5.800 Punkte geholt und war jetzt auf Platz 5 damit. Gestern, wo ich da die Aufnahme gemacht habe, wie es heute aussieht, weiß ich nicht. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Reiz da weiterzuspielen. Ansonsten weiß ich nicht, wie lange man da jetzt Spaß dran hat, aber ich sag mal 8,19 Euro oder im Angebot 7 Euro noch was ist jetzt auch nicht so viel Geld. Ja, wenn ihr einen deutschen Entwickler unterstützen möchtet und ihr sagt, okay, das Spiel sieht ganz witzig aus, schaue ich mal rein, ja, dann könnt ihr euch das jetzt hier holen bei Steam und unterstützt damit auch den André, damit er eventuell auch, ja, weitere Spiele in VR produziert oder eventuell auch VR und Flat, wie jetzt hier auch. Und ja, ich würde sagen, wir gehen ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen beim kleinen Game Train Chase und ja, hier sind wir quasi auch direkt im Menü. Und ja, wir können hier uns die Lautstärke anpassen, Vibration vom Controller, Schwierigkeitsgrad, leicht, mittel, schwer. Grafik habe ich jetzt mal auf hochgestellt, Sprache Deutsch. Die Drehung ist quasi die Waffe, in welchem Winkel die quasi sichtbar ist. Und wenn ich jetzt hochdrücke, seht ihr, geht die Waffe auch runter. Und ich muss so ungefähr auf 30, dann fühlt es sich für mich jetzt ja, realistisch an. Muss man jeder hat jetzt halt eine andere VR-Brille, da muss man halt schauen, welche Controller werden benutzt und wie passt es einem am besten. Und so habe ich jetzt echt das Gefühl, ich habe wirklich eine Waffe in der Hand. Vorher guckte die so mehr Richtung Luft und das war echt blöd zum Spielen. Von daher ja, hoffe ich jetzt mal, dass ich mal besser werde. Ich habe eine Runde gespielt, 2340 Punkte geholt, Level 11 war es, glaube ich, oder Welle 11. Es ist halt ein ja, Wave-Shooter. Wir befinden uns auf dem Zug, der fährt und es kommen immer Drohnen und so weiter an. Und ja, wir bekommen Waffen zu, ja, gelost, sage ich mal, oder die werden fallen gelassen von den Drohnen und die können wir uns dann aufschnappen. Okay, ich würde sagen, legen wir los. Wir müssen hier nur drauf schießen, dann geht es schon rund und ja, viel Spaß. Noch kommen die einfach nur von vorne, manchmal nachher kommen die auch von der Seite. Wie ihr seht, die schießen fies. Wir haben auch schon mal so einen Zeitlupen-Modus ab und zu. Da haben wir schon. Welle 5. Schon haben wir zwei Waffen. Da lässt sich natürlich ein bisschen mehr was mitmachen. Ist halt Low-Poly-Style hier. Die Drohne erinnern mich irgendwie an so ein ehemaliges oder ganz, ganz altes Atari-Spiel. So diese Weltraum-Shooter, die es damals gab. Wo man unten halt ein Raumschiff hatte, was man links und rechts bewegen konnte. Und dann halt, ja, wurde nach oben hin geschossen. Die sahen teilweise auch so aus wie diese Drohnen. Nein, die will ich nicht. Ich will die hier. Jawoll, Schrotflinte. Jetzt geht's rund. Okay. Zwei mit einem Streich. Welle 10. Da haben wir auch wieder eine neue Pistole. Schuss hier mal 4, okay. Okay.
okay, die IPD-Verstellung. Sorry, Leute. Aber rund hier. Welle 17. So weit war ich noch nie. Ich habe auch jetzt einmal gespielt. War das? Ich bräuchte mal ein bisschen besseres Gewehr oder... Oh, oh, oh. Wie soll man die denn kriegen? Okay, den haben wir, glaube ich, gekriegt. Na komm. Seite irgendwas? Okay, das war's. Puh. Okay. Durch eintragen. 5.800 Punkte und ich bin Platz 9. Yes. So, noch einmal probieren. Komm, eine Runde mache ich noch. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen weiter jetzt. So, ein bisschen fester ziehen das Headset. Ich hatte gerade Probleme mit den Seiten. Die Waffen erinnern mich tierisch an Superhot. Vom Look her auf jeden Fall. Kommt. Sollte ich mir noch ein bisschen aufbewahren am besten. Na, Zeitlupenmodus finde ich jetzt so
zum Schießen selber nicht so gut, zum Ausweichen natürlich. Jetzt kommt von der Seite da rein. Kann von da nicht zwei? Okay, die hat nur noch einen Schuss, ist blöd. Ah, okay, weg. Durchschalten, dann laden wir uns wieder auf. Jetzt nicht die von den Seiten? Von wo? So, von den Seiten da. Ich bräuchte mal eine andere Waffe noch. Eine ist echt zu knapp hier. Daran scheitert es gleich wieder. Achso, den muss ich unbedingt treffen. Okay, das war's. 5380, okay, kann ich mit leben. Hab jetzt 5-8 nicht mehr geschlagen, leider, aber gut. Platz 9 kann man, Platz 9 und Platz 10 belege ich, kann man erstmal mit leben. Ja, Leute, ich würde sagen, machen wir hier jetzt Schluss. Ich wollte euch das Game mal, ja, vorstellen vom deutschen Entwickler und ja, vielleicht ist das ja was für euch. Ist natürlich kein Riesen-Game, muss man auch sagen. Ist das erste Projekt von ihm. Aber vom Look her gefällt mir das. Ich weiß nicht, wie es mit der Langzeitmotivation aussieht. Es ist immer das Gleiche. Wir fahren hier mit dem Zug und ja gut, jetzt habe ich natürlich noch nicht so lang gespielt. Also diese drei Runden habe ich jetzt hier gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt sogar auf leicht noch viel, viel weiter komme, weil es echt, also ich fand es jetzt schon knackig am Ende. Hat mich vielleicht an den Seiten auch ein bisschen blöd angestellt, aber ja. Ansonsten, es lief jetzt auf Einstellungen hoch, auch echt flüssig, muss ich sagen. Ja, ist ein Wave-Shooter, muss man mögen. Ja, wer es nicht mag, ist hier komplett falsch. Wer es mag, kann hier mit Sicherheit mal reingucken und einen deutschen Entwickler unterstützen. Und ja, wer weiß, was da noch von ihm so kommt. Ich sage einfach mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt.
Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.